Also es geht heute um die 60 Jahre Kooperative Mondragon. Die wurde ungefähr 1956, wurde die erste Genossenschaft von dem Verbund gegründet. Deswegen ist es ein bisschen mehr als 60 Jahre jetzt her. Und ich bin Achim Brandt von ATTAC München. So, dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Zur Einführung fange ich an mit einem Film über zwei Genossenschaften, der lief vor ein paar Monaten im Fernsehen, auf Arte, glaube ich, oder ZDF. Es geht einmal um eine Genossenschaft in Oberbayern, Mirafone, und zweitens um Mondragon im Baskenland. Ich fasse nochmal zusammen, was in dem Film gesagt wurde zu den zwei Genossenschaften. Also zu Mirafone, das ist die in Oberbayern, also die Mitarbeiter in Genossenschaften sind zufriedener, heißt, ich kann es auch hier ablesen vielleicht, die Mitarbeiter erwerben Anteile, Firmenanteile zwischen 2.500 Euro und 25.000 Euro. Ich weiß nicht, wovon das abhängt, wie viel man da erwirbt. Sie erhalten dann im Gegenzug eine Gewinnbeteiligung zusätzlich zum Lohn, und bei diesen Genossenschaften können nur Mitarbeiter Anteile erwerben, also Leute, die dort auch arbeiten. Es gibt ja andere Genossenschaften, zum Beispiel auch bei der GLS Bank kann man irgendwie Mitglied werden, obwohl man dort nicht arbeitet, sondern da werden dann die Kunden in der Regel Mitglied. Und also keine externen Eigentümer hat die Firma. Dann, es herrscht Demokratie am Arbeitsplatz, die Mitarbeiter wählen den Aufsichtsrat. Im Fall von Mirafone sind es einfach 6 von den 80 Mitarbeitern. Der Aufsichtsrat wiederum kontrolliert den Vorstand. Bei finanziellen Schwierigkeiten versucht man, Arbeitsplätze zu retten. Dafür verzichten dann alle, die ganze Belegschaft, ein bisschen auf Lohn. Also bevor man Leute rauswirft, wie in anderen Aktiengesellschaften typischerweise passiert, machen die das so solidarisch. Und es andererseits ein Risiko besteht dadurch, dass man dort auch einen Teil seines Vermögens drin hat, in Firmenanteilen ist. Wenn die Firma mal pleite geht, dann verliert man nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern auch noch das Geld, was man da reingesteckt hat. Das ist ein kleiner Nachteil davon. Aber eigentlich die Vorteile überwiegen aus meiner Sicht. Aber man kann, ja, es gibt, wir haben, das kann ich schon mal sagen, wir haben dann in Mondragon gefragt, warum sich das nicht noch mehr ausbreitet. Vor allem, die haben ja auch Filialen in anderen Ländern, und ob das dann auch Genossenschaften sind oder normale Firmen. Und dann haben die gesagt, es ist nicht einfach. Zum Beispiel in Mexiko versuchen die dortige Niederlassung in eine Genossenschaft umzuwandeln, da hätten aber jeder Mitarbeiter irgendwie 7.000 Dollar zahlen müssen für die Anteile, und das haben die nicht eingesehen. Die haben gesagt, wir sind hier zum Geld verdienen und nicht um Geld einzuzahlen. Also das ist nicht alle Mitarbeiter sind da wirklich begeistert davon. Also manche haben lieber kein Eigentum in der Firma stecken. Das gibt es auch. So, zu Mondragon waren die Aussagen, dass es 74.000 Mitarbeiter hat und damit die größte Genossenschaft der Welt und siebtgrößter Arbeitgeber Spaniens. Mehr als 100 unterschiedliche Firmen, also Einzelgenossenschaften, sind da zusammengeschlossen, und die meisten davon sind im industriellen Bereich tätig, also Stahlverarbeitung, Autozulieferung, Fertigungsanlagen, Verpackungen. Dann haben sie einige gemeinschaftliche Einrichtungen, zum Beispiel eine eigene Universität oder vielleicht besser Fachhochschule, wo halt die Mitarbeiter, also kann man studieren und dann dort arbeiten oder auch woanders anschließen. Und vor allem eine eigene Bank haben sie auch, das kam im Film, glaube ich, noch gar nicht vor, die bekannte Caja Laboral, das heißt so Arbeitsbank oder Laboral Kutscha auf Baskisch. Also, die haben uns dann mal erklärt, da war so eine Kommode, so ein Schrank, und da haben sie gesagt, wie heißt das auf Baskisch? Kutscha. Ah, und deswegen heißt eben die Bank auch Kutscha. Das ist wie bei uns, dass das dasselbe Wort ist
für eine Geldbank und eine Bank, wo man drauf sitzen kann. Oder im Griechischen übrigens auch Trapeza und Trapezi. Gut, die Mitarbeiter engagieren sich für Verbesserungen am Arbeitsplatz aus eigenem Interesse. In der Wirtschaftskrise in Spanien 2008 haben andere Firmen viel Mitarbeiter entlassen müssen, aber Mondragon hat es geschafft, keine Entlassungen aus betrieblichen Gründen durchzuführen. Wahrscheinlich haben sie nur ein bisschen mit Einstellungen aufgehört, vorübergehend. Dann die Einzelgenossenschaften kooperieren, zum Beispiel indem sie Mitarbeiter von anderen Genossenschaften übernehmen, wenn die eine mehr Arbeit Aufträge hat und die andere weniger. Dadurch ist es möglich, Arbeitsplatzsicherheit für alle zu schaffen. Die Kapitalrendite ist nicht die höchste Priorität dort, sondern eben der Erhalt der Arbeitsplätze eigentlich und natürlich, dass man profitabel wirtschaftet, aber nicht als Selbstzweck. Die Gewinne fließen an die Arbeiter zurück und der Chef verdient nur 8-mal mehr als die einfachen Arbeiter, im Gegensatz zu DAX-Konzernen, wo es im Durchschnitt 50-mal mehr ist, haben wir gehört, und in den USA gibt es ja noch viel schlimmere Auswüchse. Dann haben wir im Autofahren sehen diesen Ander Echeverria, der ist Manager für Öffentlichkeitsarbeit und der war auch genau der, der uns für jetzt am 2. Mai dort eine Führung gegeben hat. Der macht es, also ich hatte einfach dort angefragt, ich habe gesagt, in der Woche sind wir dort, können wir Mondragon besichtigen, da hat er geantwortet und so haben wir den Termin bekommen. Hier haben wir deswegen ein Gruppenfoto, also nachdem er uns Filme und Folien und alles gezeigt hat und zum Teil auch die Gebäude, haben wir dann ein Mittagessen bekommen in diesem Ausbildungszentrum Otalora heißt es. Und das ist eine schöne alte Villa, da machen die ihre Schulungen, aber da gibt es auch dann Mittagessen für Gäste. Und hier nochmal größer, ich habe die Leute verpixelt, die jetzt, also nicht so, vielleicht nicht alle hier im Fernsehen sein wollen. Ganz links sieht man den Ander Echeverria und da hinten stehe ich mit dem blauen Anorak. Es waren also 4 Leute aus München und 2 aus Belgien, die da eine Führung bekommen haben. Relativ kleine Gruppe. So, ein bisschen zur Theorie, das habe ich mir jetzt überlegt. Was ist eigentlich, warum sind Genossenschaften so wichtig? Aus meiner Sicht fehlt eigentlich in unserer normalen Wirtschaft die Rückkopplung, dass also die Arbeitenden auch wirklich das volle Ergebnis ihrer Arbeit genießen kommen. Und wenn zum Beispiel die Produktivität steigt, sodass man in einer Stunde 4-mal mehr herstellen kann, dann kriegt man auch bei uns nicht 4-mal mehr Lohn oder kann dann einfach zum Beispiel mit einem Viertel der Arbeitszeit den gleichen Lohn bekommen. Das ist bei uns nicht so, aber in Genossenschaften ist das im Prinzip möglich, weil ja sämtliche Gewinne an die Mitarbeiter ausgezahlt werden. Also eine Genossenschaft, ich versuche da irgendein Wort mal zu finden, Ergebnisrückkopplung, vielleicht kann man noch ein besseres Wort finden, also so im Sinne von Framing, also wenn das der Begriff sich vielleicht mal einprägt, und die Leute dann sagen, ja Mensch, unsere Wirtschaft, das fehlt ja wirklich in unserer Wirtschaft, die volle Rückkopplung der Ergebnisse an die, die arbeiten. Die Genossenschaft löst dieses Problem dadurch, dass das gesamte Firmenergebnis inklusive der Gewinne zurückfließt an die Arbeitenden, sodass die Arbeiter selber über die Gewinnverwendung, Investitionen und Arbeitsplätze entscheiden können. Und so sollte eigentlich Wirtschaft sein, stelle ich mir vor, so ein schöner Kreislauf, also dass die Belegschaft in der Firma arbeitet und das, was dann produziert wird und verkauft wird und die Erlöse, die dann rauskommen, dass die voll wieder der Belegschaft zugutekommen. Das wäre eigentlich das Ideal und das würde heißen, dass man zum Beispiel von 100% Arbeit 100% Ergebnis hat. Das ist jetzt vielleicht nicht so einfach, was heißt 100%? Also zum Beispiel bei Produktivität gleich 1, das heißt jetzt nach meinem Verständnis, wenn man eine Vollzeit arbeitet, dass man gerade so viel bekommt, wie man für den Lebensunterhalt braucht. Das wäre Produktivität 1. Und dann muss man halt, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaften, Vollzeit arbeiten sozusagen. 100% Arbeitseinsatz gibt 100% Ergebnis. Und auch bei Produktivitätssteigerung
sollte halt die Rückkopplung vollständig sein. Das heißt, wenn die Firma jetzt vierfache Produktivität hat, sodass man bei Vollzeitarbeit eigentlich viermal mehr herstellen kann, als man braucht für Lebensunterhalt, dann muss man halt viermal mehr bekommen. Oder jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ja, da kommt schon eine Frage. Also irgendwo müssen ja auch Investitionen getätigt werden. Die Leitungs- okay. Dinge, es sind ja nur wieder Rückkopplung auf die Arbeiter, aber das geht ja nicht. Es ist richtig. Also natürlich, die Arbeiter müssen halt entscheiden. Also wenn jetzt von den Verkaufserlösen muss erstens das Material bezahlt werden, was man gebraucht hat zur Herstellung, und dann müssen die Ersatzinvestitionen getätigt werden. Und dann muss man entscheiden, wie viel tun wir noch in Forschung und Entwicklung und Erneuerung und sowas in Fortschritt hineinstecken. Bei uns ist man halt gezwungen, sozusagen durch die Wirtschaft, oder vor allem wenn das die Eigentümer nur entscheiden und nicht die Arbeiter, die werden immer so entscheiden, dass die Firma möglichst schnell wächst und immer mehr Profit erwirtschaftet. Also wichtig ist mir eben, dass man da souverän entscheidet, dass die Belegschaft eigentlich frei entscheiden kann, wie viel zahlen wir an uns selber aus jetzt und wie viel stecken wir wieder in die Firma hinein. Und da sollte man jetzt nicht gezwungen sein durch die Ökonomie, dass man immer maximal viel wieder in die Firma hineinsteckt oder womöglich auszahlt an externe Eigentümer, sondern eben diese Souveränität. Gut, ich habe es versucht, möglichst einfach darzustellen. Wenn ich da noch die Investitionen reinmale, dann wird es schon wieder zu kompliziert. Also bei vierfacher Produktivität kann man im Prinzip viermal mehr herstellen, und dann kann man natürlich auch entscheiden, dass man zum Beispiel nur noch ein Viertel so viel arbeitet, 25% Arbeit, dann würde man wieder so viel herstellen wie früher, was ja zum Lebensunterhalt gereicht hat früher. Also das wäre dann Arbeitszeitverkürzung. Also wenn man da wirklich souverän entscheiden könnte, dann könnte man sich für das entscheiden. Oder ein Kompromiss, dass man sagt, wenn wir Faktor 4 jetzt Produktivitätssteigerung haben, dann machen wir da erstens, reduzieren wir die Arbeitszeit auf die Hälfte, und wir können dann trotzdem noch doppelt so viel produzieren wie früher, also durch den Faktor 4. Dann hat man also doppelt so viel Wohlstand bei halber Arbeitszeit. Also all das sollte halt in einer vernünftigen Wirtschaft möglich sein. Und Genossenschaften machen einen Schritt dahin. Das Problem ist, dass sie natürlich nicht allein dastehen, sondern auch dem Wettbewerb im Kapitalismus unterliegen. Da kommt man noch später dazu. Aber immerhin in der Firma entsteht dieser Druck jetzt nicht. Der entsteht dann höchstens von außen noch, dass man immer maximal viel wieder investiert. So, während im Kontrast dazu bei einer heutigen üblichen kapitalistischen Firma, zum Beispiel Aktiengesellschaft wie Siemens oder so, man kann in viele der Strukturen von Mondragon kann man mit Siemens vergleichen. Also bei Siemens gibt es auch mehrere Unternehmensbereiche, und die haben dann eine gemeinsame Forschung und Entwicklung und gemeinsame Siemens Krankenkasse und so. Aber es ist halt eine Aktiengesellschaft. Das heißt, bei Siemens sind 80% der Eigentümer oder 90% sind externe und nicht die Belegschaft. Und deswegen können die, also das, die Folge ist vor allem, dass wenn man jetzt mit 100% Arbeit viermal so viel herstellen kann wie früher, dann wird trotzdem sozusagen immer nur das, was zum Lebensunterhalt nötig ist, ausbezahlt an die Mitarbeiter, und der größte Teil, also der ganze Mehrprodukt, was man durch den Produktivitätsfortschritt hat, der geht eigentlich an die Eigentümer rüber. Und also das Ergebnis trotz gestiegener Produktivität ist Arbeitszeitverkürzung wird irgendwie gar nicht zugelassen von den Arbeitgebern und so weiter. Also der Produktivitätsfortschritt kommt eigentlich nicht den Arbeitern zugute, sondern bloß zeigt sich nur in immer zunehmendem Profit oder im Wachstum von Kapital und so allem Möglichen. Also das ist halt das Kontrastmodell, was die Genossenschaften versuchen zu überwinden. Und also es ist keine Arbeitszeitverkürzung möglich, wie ich schon gesagt habe, solange immer Kapitalrendite das oberste Ziel ist.
So, und außerdem entsteht dann der Wachstumszwang, weil halt, wenn so alles wieder investiert ist, dann steigt natürlich die Produktivität, wird immer wieder immer mehr produziert, aber die Leute kriegen nicht das Geld, um das auch alles zu verbrauchen. Und so ist es ein Fass ohne Boden, könnte man sagen. Und außerdem droht dann Arbeitslosigkeit. Wenn das Wachstum mal stockt, dann heißt es gleich, okay, dann weg mit den Mitarbeitern, die sind ja nur ein Kostenfaktor. Und Genossenschaften versuchen das zu überwinden durch Demokratie und so weiter. Theoretisch ist auch der Wachstumszwang überwunden. Jetzt ist natürlich das Problem, dass der Wettbewerb von außen kommt und womöglich eben die Genossenschaften wie Mondragon zu ähnlich hohen Investitionsraten und Wachstumsraten zwingt, wie die anderen Firmen auch, damit sie halt mithalten können am Markt. Aber jetzt wieder zurück zur Mondragon-Kooperative, MCC. Wo liegt Mondragon? Hier ist mal eine kleine Karte, das liegt so am Nordrand von Spanien, im Baskenland. Baskenland gibt es ja hauptsächlich in Spanien, aber zum Teil auch in Frankreich, und da an der Grenze ist das. Und zwar so zwischen Bilbao, hier links ist Bilbao und da ist San Sebastian und hier liegt Mondragon. Da ist übrigens Guernica, ich glaube, das haben wir auch besucht jetzt da, wo damals der schlimme Angriff war, 1938 im Spanischen Bürgerkrieg. Oder 37. Und hier sieht man jetzt den Ort. Das ist eigentlich eine Kleinstadt nur, vielleicht, ich weiß nicht, 10.000 Einwohner. Und da ist Mondragon in der Mitte. Ja, vielleicht schon ein bisschen mehr Einwohner, wenn Mondragon selber schon 70.000 Mitarbeiter hat. Das ist jetzt das Firmengelände. Die MCC ist die größte Genossenschaft und siebtgrößte Spanien und besteht aus mehr als 100 Unternehmen, unter anderem auch eine Supermarktkette ist dabei, Eroski und Banken und Versicherungen und 15 Technologiezentren oder Forschungszentren. Nicht so schnell? Ja, okay, gut, vielleicht sollte ich auch, ja gut, ich will nicht ewig, dass es zu lang wird. Aber stimmt schon, ich mache ein bisschen langsamer, okay. Wobei das hat sich zum Teil jetzt wiederholt vielleicht. Zum Verbund gehören 15 Technologiezentren. Es ist damit nach eigenen Angaben die größte Produktivgenossenschaft der Welt. So, ist das jetzt vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Die Genossenschaft wurde in der Kleinstadt Mondragon gegründet, wo sie bis zum heutigen Tage ihren Hauptsitz hat. Im Spanischen, jetzt kommt es zur Entstehungsgeschichte, im Spanischen Bürgerkrieg, der bis ungefähr von 35 bis 38 oder sowas dauerte, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, litt die Stadt unter Massenarbeitslosigkeit. Der junge Priester José María Arismendiarrieta beschloss, das Elend der Bevölkerung mit genossenschaftlichen Strukturen der Selbsthilfe zu mindern. Er baute eine demokratisch geführte Fachhochschule, die eine Schlüsselrolle des späteren Genossenschaftswesens im Baskenland spielte. Hier sieht man ein altes Foto von ihm. Da gibt es auch ein Museum von dem, das haben wir dann besichtigt. Und da steht noch ein Moped von ihm, vielleicht nicht mehr das Original, aber was er halt so damals gefahren hat. Und eine alte Schreibmaschine und so weiter. Er kam 1941 als Hilfspfarrer in die Pfarrei Arrasate Mondragon und dieser Echeverria hat uns auch erzählt, warum gerade dort, weil da gab es auch sozialistische Bewegungen und die katholische Kirche hat gesagt, na, da soll der Pfarrer mal hin und schauen, dass die nicht zu stark werden, sondern, aber der Pfarrer hat dann eigentlich auch den Arbeitern geholfen, halt auf seine Art, also die Gründung der Genossenschaft letztlich. Er hatte folgende Ideale, die Würde der Menschen wahren, Solidarität und Zusammenhalt, Arbeit, und haben die uns auch erzählt, dass das generell im Baskenland ist, so ein gewisses Arbeitsethos, also Arbeit wird nicht als was Schlimmes, Lästiges angesehen, sondern jeder freut sich, wenn er eine Arbeit hat und versucht, die gut zu machen.
und es ist auch ziemliche Ehrlichkeit dort. Also zum Beispiel, da haben da so ein Vereinsheim, da macht, tut jeder seine Striche, kann sich jeder einfach selber bedienen und dann seine Striche machen. Und dann hat uns der, haben die uns erzählt, wenn das jetzt in Katalonien wäre, dann würde sicher jeder nur halb so viele Striche machen, wie er verbraucht hat. Aber im Baskenland sind die Leute ehrlich, angeblich. Und das sind alles ganz gute Voraussetzungen und Solidarität, helfen sich gegenseitig. Also es ist schon ein ganz gutes Klima für die Schaffung von Genossenschaften. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum eigentlich Mondragon nicht über das Baskenland hinausgekommen ist mit seinen Genossenschaften. Also Filialen haben sie schon woanders, aber nicht als Genossenschaften. Er erkannte, die Welt ist in einer Krise und man muss eine neue Person schaffen. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen kann, die Menschen neu aufbauen. Und er begann mit Jugendarbeit, hat also Sport- und Kulturveranstaltungen und Ausbildungsstätten organisiert. Dann hat er die Fachhochschule gegründet, Escuela Profesional. Da haben dann ein paar Leute angefangen, Technik zu studieren. Und der Arismendarieta hat auch mitgeholfen, weil durch das, was er konnte, unter anderem Predigten. Und dann hat er halt sich um die Arbeitswelt gekümmert. Und er und die Studenten dort, die wollten dann, sind dann an die größte Firma in der Gegend gegangen, Union Serrajera, ich weiß nicht, was die damals hergestellt hat, und haben gefragt, ob da die Mitarbeiter Anteile geschenkt bekommen können oder erwerben können auch, damit eben die Mitarbeiter dort ein Mitspracherecht bekommen. Das wurde aber von der Firma abgelehnt. Daraufhin gründeten 5 von den Ingenieurabsolventen von dieser Fachhochschule die erste Genossenschaft Ulgor. Und zwar Ulgor heißt es nach den Anfangsbuchstaben von den 5 Gründern, also der Usatobe, der Laranjaga und so weiter, heißt U-L-G-O-R. So hieß dann die Firma nach den 5 Leuten, die das da gegründet haben. Und ihr Ziel war von dieser Genossenschaft mehr eine fairere Firma zu sein als die üblichen. Und haben sie eben gleich als Genossenschaft aufgebaut. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist gleichzeitig das Genossenschaftsmitglied und dadurch auch Miteigentümer. Jeder hat das Recht zu wählen, demokratisch, also jede Person gleiches Stimmrecht. Also auch wenn jetzt die Anteile nicht gleich sind, der eine hat vielleicht mehr Geld reingesteckt als der andere oder ist schon länger da, trotzdem das gleiche Stimmrecht. Wie in der Demokratie auch bei uns in der Politik haben wir eigentlich dieses Prinzip schon lange, dass jeder gleiches Stimmrecht hat, aber in der Wirtschaft überhaupt nicht. Das ist ja bei uns normalerweise zählt, wer viel Aktien hat, der hat plötzlich viel mehr Mitsprache als die anderen. Also in der Genossenschaft haben alle gleich viel Mitspracherecht und haben das aktive Wahlrecht und das passive Wahlrecht. Weitere Richtlinien sind geringe Gehaltsspreizung, was wir vorhin ja gehört haben. Früher hieß es, der Unterschied zwischen dem Bestverdiener und dem Untersten darf nur Faktor 3 sein. Inzwischen ist es Faktor 8, aber immer noch viel weniger als bei normalen Firmen. Und das Umfeld, die örtliche Gemeinde soll an den Gewinnen beteiligt werden durch Spenden. Das war im Prinzip. Dann 3 Jahre nach der Gründung der Genossenschaft Ulgor hat der José Arismendarieta erkannt, also dass man ja Kredite braucht und dann dadurch abhängig wird wiederum von normalen Banken. Deswegen hat er gesagt, wir brauchen dringend eine eigene Bank. Und das war dann, hat er geschafft, die Caja Laboral zu gründen. Die Caja Laboral Spanisch oder Laboral Cucha auf Baskisch. Eine Kreditgenossenschaft, die dann die Genossenschaft und denen gab und auch bei Neugründungen von neuen Genossenschaften. Also die haben auch Unternehmensberatung gleich mitgemacht, also Kreditvergabe und Unternehmensberatung. Das machen die heute noch so. Da hat dieser Führer da in Mondragon uns auch lustige Geschichten erzählt, dass das damals ziemlich formlos noch ging. Also wir wissen ja, wie große Schwierigkeiten
der Christian Filber hat, der will ja auch eine demokratische Bank gründen im Rahmen seiner Gemeinwohlökonomie. Und ich weiß nicht, ist, glaube ich, bis heute noch nicht ganz gelungen. Ist sogar gescheitert. Letzte Woche kann ich mehr. Ja, Wahnsinn. Kannst du vielleicht nachher mehr erzählen? Also heute sind die Formalitäten viel schlimmer und die Hürden viel größer. Und wir haben gehört, dass der damals sogar einfach Unterschriften gefälscht hat von seinen Kollegen und ist mit dem nach Madrid gefahren und da hat er den Stempel bekommen, ja, in Ordnung, die Bank ist gegründet. Also so ging es dann 1950 oder sowas. So, der besondere Aspekt bei dieser eigenen Bank ist, dass die halt sich verpflichtet fühlt gegenüber den anderen Genossenschaften durch geringe Zinssätze und vor allem bei Neugründungen. Anfang der 60er Jahre waren auf diese Weise bereits mehr als 20 Kooperativen entstanden, Einzelgenossenschaften. So, hier sind noch jetzt mal die Meilensteine aufgelistet. Also 1943 Gründung der Fachhochschule, 1956 die erste Genossenschaft Ulgor, dann 1959 diese Genossenschaftsbank. Dann haben sie ein eigenes Sozialversicherung aufgebaut, Kranken- und Rentenversicherung, Lagun Aro. Dann eine Gruppe, also diese 100 Genossenschaften, die sind inzwischen in Gruppen oder Sektoren zusammengeschlossen. Also die irgendwie alle was Ähnliches machen, die gehören zusammen. Und also da ist eine Gruppe gegründet, Ulaco Fargo. Über Fargo hören wir später noch mehr, weil die haben später dann mal Probleme bekommen. Die sind dann sogar in Insolvenz gegangen, als jetzt ein kleiner Vorgriff. Alle COP, die machen anscheinend Schulungsunterlagen und Auso Lagun ist gegründet von Frauen, da habe ich jetzt keine Hintergrundinformation. Dann ist die Supermarktkette Eroski gegründet worden 1969, die sieht man auch im Baskenland und auch im Rest von Spanien sieht man immer wieder Eroski Supermärkte, so wie Coop oder Spar oder so. Und ich irgendwo haben wir erfahren, die arbeiten mit Edeka zusammen, mit der Deutschen. Weil Edeka ist auch irgendwie genossenschaftlich organisiert oder nicht. Also jedenfalls gibt es eine Kooperation zwischen Eroski und Edeka. Dann wurde 1987 die Mondragon Cooperative Group gegründet und 1991 die eigentliche Mondragon Cooperative Corporation, so heißt die Firma, der gesamte Verbund heute noch. So ist Mondragon im Prinzip organisiert. Es gibt da so einen Kongress, das ist die oberste Entscheidung, Vollversammlung oder Hauptversammlung, dann gibt es eine Art Vorstand und noch einen Rat. Und dann gibt es die ganzen industriellen Genossenschaften, dann gibt es da die Finance Division, da gehört diese Bank dazu. Dann gibt es Retail, das heißt Einzelhandel, also Supermarktkette und Knowledge Division, die sind für Schulung und Ausbildung zuständig, also auch die Fachhochschule. Und zahlenmäßig schaut es so aus, dass es 68 Industriegenossenschaften sind, dann gibt es eine Bank, eine Supermarktkette, vier Genossenschaften, die landwirtschaftlich tätig sind, ich glaube auch Weinbau wurde uns erzählt, dann Ausbildung, gibt es Fachhochschule und noch andere, dann gibt es 15 Technologiezentren und Dienstleistungen, also Beratungsfirmen, auch Catering, also die Kantinen betreiben oder sowas. Also in Summe 102 Genossenschaften haben wir erfahren am 2. Mai. Oberstes beschlussfassendes Organ ist der Kongress mit 650 Mitgliedern und es gibt eine Jahreshauptversammlung, die den Vorstand wählt. Ähnlich wie bei Aktiengesellschaften, nur dass halt hier die Genossen selber entscheiden und nicht die Aktionäre mit oder einzelne Familien, die 25% Aktien haben, dann praktisch schon alles lahmlegen können. Jede Einzelgenossenschaft hat einen Betriebsrat, der einen Vorsitzenden wählt, welcher das Management des Betriebes berät. Das schaut uns bei den Einzelgenossenschaften ungefähr so aus, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Also es gibt im Prinzip immer eine Hauptversammlung und die den Vorstand bestimmt und der Vorstand führt dann die Geschäfte. Und die Genossenschaften arbeiten zusammen,
kooperieren, zum Beispiel indem sie gegenseitig Mitarbeiter übernehmen, wenn der eine gerade Plätze frei hat, der andere nicht. Und darüber hinaus haben sie alle über die gemeinsame Bank, diese Caja Laboral, sind sie gegenseitig verbunden, dann über die gemeinsame Sozialversicherung, Forschungszentren und Ausbildungszentren. So ist die Struktur. Dann, das haben wir auch, die Folie, einige der, die meisten Folien eigentlich stammen jetzt aus dieser Vorführung, die wir am 2. Mai bekommen haben, zum Beispiel diese Folie, wo er auf den grundsätzlichen Unterschied zwischen Genossenschaften und Kapitalgesellschaften hinweist. Das habe ich dann auf Deutsch übersetzt. Also wer hat die Macht und wer muss sich unterordnen? In Aktiengesellschaften hat das Kapital die Macht und bestimmt, und die Arbeiter, die Mitarbeiter müssen sich dem unterordnen, was beschlossen wird. Weil der Vorstand ist, muss auch wiederum den Aktionären berichten. Und der schafft ja an. In Genossenschaften ist es genau umgedreht. Also die Mitarbeiter haben die Macht und Kapital ist ein Mittel zum Betrieb des Ganzen, ist aber nicht der Bestimmer. Die genossenschaftliche Idee, also Genossenschaften zeichnen sich durch Solidarität aus, die gleichzeitig unter den Arbeitnehmern, die gleichzeitig auch am Grundkapital beteiligt sind, und die Entscheidungen des Führungspersonals durch demokratische Abstimmungsprozesse kontrollieren. Die baskischen Genossenschaften MCC haben einen personenorientierten Charakter, der die Arbeit und nicht das Kapital in den Vordergrund stellen soll. Dies soll zu einem positiven Klima beitragen, welches die Motivation und Produktivität der Betriebe erhöht. Also das sagen auch manche, dass die Mitarbeiter in Genossenschaften eigentlich meistens motivierter sind. Das kam ja auch in dem Film vorhin raus, dass also in normalen Firmen, da sind 70% der Mitarbeiter, machen Dienst nach Vorschrift und haben innerlich schon gekündigt sozusagen. Also bei Genossenschaften ist angeblich also die Motivation besser und das führt auch zu höherer Produktivität, weil sie halt schauen, dass sie gute Arbeit machen. Das ist nochmal Basic Principles, aber habe ich jetzt nicht mehr die Mühe gemacht, das auf Deutsch zu übersetzen. Ich glaube, das meiste davon haben wir jetzt auch schon durchgegangen. Interkooperation und so weiter. Also das überspringen wir jetzt mal. Dann gibt es sowas wie Missionen von dem ganzen Verbund. Aber das erinnert zum Teil ein bisschen an Sachen, die man auch bei Siemens hört. Wir sind nützlich für die Gesellschaft und machen alle lauter gute Sachen. Das hört man auch von Facebook oder Google oder so. Aber gut, bei Mondragon heißt es, MCC ist ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Unternehmen, das tief verwurzelt ist in der Kultur des Baskenlandes. Das ist vielleicht schon eine Besonderheit, also dass sie doch sehr mit dem Baskenland verbunden sind. Der Verbund wurde von Menschen für Menschen geschaffen. Seine Prinzipien beruhen auf den Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Er ist der Allgemeinheit verpflichtet, also auch dem Umfeld der Region dort, aber auch der Verbesserung unserer Wettbewerbskraft und der Zufriedenstellung unserer Kunden mit dem Ziel, den Wohlstand der Gesellschaft zu mehren durch Unternehmertum, Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen, besonders von Arbeitsplätzen als Mitglieder in Genossenschaften. Aber es sind nicht alle Mitarbeiter Genossen, das sieht man später nochmal. Also es gibt noch weitere Prinzipien, Solidarität und Demokratie, dann Teilhabe, also mit allem Genossen haben, sollen teilhaben an Managemententscheidungen, am Gewinn und am Eigentum beteiligt sein. Es fördert die soziale, materielle und persönliche Entwicklung. Also manche der Statements sind ein bisschen so heiße Luft, das sagt fast jede Firma. Befindet sich ein Betrieb in finanziellen Schwierigkeiten, können sie mit Zustimmung der Arbeitnehmer durch Lohneinbußen aufgefangen werden. Das war ja auch in dem Film mit der Blasinstrumentenfirma auch so. Bei großen betriebswirtschaftlichen Problemen oder Auftragsspitzen arbeiten Arbeitnehmer kurzzeitig in anderen Genossenschaften. Beinahe alle erwirtschafteten Erlöse werden reinvestiert. Das habe ich jetzt bei Wikipedia gelesen. Da ist ein ganz guter Artikel über Mondragon auf Wikipedia und da steht dieser Satz hier.
Das heißt, obwohl im Prinzip das zunächst mal in die Verfügung der Mitarbeiter geht, entscheiden sie dann doch, dass sie 70% oder so von den Gewinnen wieder reinvestieren in die Firma. Wahrscheinlich, weil sie wissen, sie müssen wettbewerbsfähig bleiben und wenn sie technologisch zurückfallen, zum Beispiel gegenüber Siemens oder anderen Konkurrenten, dann geht es allen schlecht. Also deswegen sind die doch durch das Umfeld gezwungen, beinahe alle Erlöse wieder zu reinvestieren und nicht sich einfach als zusätzliches Gehalt auszuzahlen. Das ist ein Wermutstropfen bei der Geschichte. Große Bedeutung kommt auch der Weiterbildung zu. Damit möchte die Genossenschaft nicht nur betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten, sondern auch der sozialen Verantwortung nachkommen. Wie schaut es aus? Naja, geht schon noch. Dann Gewinnverwendung, das ist einfach aus einer Folie, die uns damals gezeigt wurde, wobei ich den oberen Teil nicht ganz erklären kann. Umverteilung der Bruttogewinne. Also die Genossenschaften helfen sich selber, indem wenn die eine gute Geschäfte macht, die andere weniger, dass sie sich dann helfen. Gleichzeitig müssen sie immer mal für die Weiterbildung was zurücklegen und für den Ausgleich von Verlusten. Aber hier ist es etwas konkreter, Gewinnverwendung netto. Also 60% gehen in Rückstellungen in den Reservefonds. Also das ist wahrscheinlich ein Fonds, aus dem dann wieder Investitionen getätigt werden können. Da gibt es interessanterweise in Baskenland auch ein Genossenschaftsgesetz, was da gewisse Mindestregeln vorschreibt. Vom baskischen Genossenschaftsgesetz ist vorgeschrieben, mindestens 20% Rückstellungen in den Reservefonds zu tun. 10% für Weiterbildung und 30% vom Gewinn gehen an die Mitarbeiter. Wobei das bei den Genossen auch nicht unbedingt in Bargeld ausbezahlt wird, sondern wieder in einer Erhöhung des Anteils, den sie an der Firma haben. Und nur wer nicht Genossenschaftsmitglieder, die kriegen dann diese 30% Gewinnbeteiligung. Obwohl sie nicht Genossenschaftsmitglieder sind, kriegen die das dann als zusätzliches Gehalt ausbezahlt. Ich meine, das ist vielleicht auch wie bei Siemens hat man auch, wenn die Geschäfte gut laufen, oder bei BMW, dann kriegen die Mitarbeiter am Jahresende nochmal ein paar tausend Euro dazu, was sozusagen eine freiwillige Leistung der Firma ist. Also hier scheint es mehr obligatorisch zu sein. Dann 81% der Beschäftigten sind auch Genossenschaftler. Also das heißt, 19% sind doch nicht Genossenschaftler. Die Einlage, die ein Genossenschaftler leisten muss, beträgt rund 15.000 Euro. Kann, also wenn einer da Mitglied werden will, in überhaupt, dann muss er 15.000 Euro zahlen. Das kann aber bei Leuten, für die das ein großes Problem ist, kann das in Raten sein. Die kriegen halt dann einen Teil von ihrem Lohn nicht ausbezahlt, sondern das wird dann verwendet, um allmählich dann den Anteil, die 15.000 Euro zusammenzukriegen, die sie eigentlich von Anfang an einzahlen hätten müssen. Ein Teil davon wird als Investitionskapital verwendet, der Rest ist Kapitalstock und wird auch mit den Gewinnen der Firmen aufgestockt. Also wir haben da so Kurven gesehen, wenn man 15.000 einzahlt und dann 20 Jahre dort arbeitet, dann ist das plötzlich am Ende so 60.000 wert oder so. Also das verzinst sich schon ganz schön und man kann, wenn man in Rente geht, kann man im Prinzip dann die Anteile rausbekommen, aber sehr viele, die in Rente gehen, sind dann so nett und überlassen das der Firma. Also wurde uns irgendwie gesagt, naja, vielleicht kriegen sie dann schon einen Teil raus und einen Teil lassen sie noch drin. Ich meine, wenn man Aktien hat als Vermögen, dann hat man ja auch das nicht in Form von Geld, sondern man meint, man ist reich, in echt hat man nur Anteile an einer Aktiengesellschaft. Also Mitarbeiter können, das sind nochmal Regeln, ich weiß nicht, ist da noch irgendwas Neues dabei? Ah ja, hier vielleicht, das ist der Punkt da unten, wo ist interessant. Keine gegenseitige Konkurrenz zwischen den Genossenschaften im Mondragon-Verbund. Das ist so eine Regel. Also sie sollen sich nicht untereinander Konkurrenz machen. Aber wenn sie zum Beispiel jetzt irgendwas einkaufen wollen, irgendwie Stahl oder irgendwie Ausgangsmaterial, dann müssen sie das jetzt nicht innerhalb Mondragon einkaufen, sondern sie können wirklich am freien Markt
das günstigste Produkt einkaufen. Also das ist selbstverständlich. Nur direkt Konkurrenz. Also die Genossenschaften müssen sich nicht gegenseitig unterstützen, indem sie sich gegenseitig ihre Waren abkaufen. Das wäre eine Inzucht und das wäre wahrscheinlich nicht effizient. Sie dürfen am freien Markt das einkaufen, was sie brauchen und auch nach außen selbstverständlich ihre Produkte verkaufen. Sie sollen sich aber nicht gegenseitig konkurrieren, wenn die das Leben schwer machen. Die genossenschaftliche Idee noch, also das ist hier der Punkt mit Rentner. Rentner, Rentnerin kann sein Kapital entnehmen oder weiter am Erfolg des Unternehmens teilhaben. So kann man es auch ausdrücken. Also wenn man das Geld dann drin lässt und nicht in dem Moment sich auszahlen lässt, wenn man in Rente geht, dann wächst es ja nach wie vor. Die Anteile wachsen ja jedes Jahr ein paar Prozent. In der Regel, wenn die Geschäfte gut laufen und so wie jeder von uns, der vielleicht ein Aktienpaket hat und dann in Rente geht, also zum Beispiel Belegschaftsaktien, auch bei Siemens gibt es ein paar Belegschaftsaktien, das sind Summen dann 5% oder so von dem Gesamtaktienpaket bei so einer Aktiengesellschaft. Und niemand wird jetzt in dem Moment, wenn er in Rente geht, dann unbedingt die Aktien verkaufen, ist ja keine Notwendigkeit. Also man kann es da drin lassen und weiter am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Arbeitsunfähige erhalten die vollen Bezüge bis zum Rentenalter. Ach so, das ist eben schon wieder so eine Sozialmaßnahme. Wenn jetzt jemand arbeitsunfähig wird, dann kriegt er trotzdem sein Gehalt weiterbezahlt. Weil die sind eben nicht in der normalen spanischen Rentenversicherung, wurden die irgendwann mal abgewiesen, weil die Rentenversicherung sagt, ihr seid ja gar keine Arbeitnehmer, ihr seid ja halbe Unternehmer, ihr seid ja Eigentümer, ihr seid ja Kapitaleigentümer das ist bei uns gar nicht vorgesehen. Nur Arbeitnehmer dürfen bei uns versichert sein. Also, das heißt, die haben gar keine gesetzliche Rente? Nein, sie kriegen ihre Rente von dem Sozialwerk aus Mondragon. Ja, genau. Und da gibt es aber auch für die halt arbeitsunfähig werden, die kriegen dann ihr Gehalt fortbezahlt bis zum Rentenalter. Bei Pflegebedürftigkeit sogar 150%. Die Führungskräfte verdienen maximal das Achtfache. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. So, jetzt kommen so ein bisschen Probleme. Also es gibt, das was auch bei Wikipedia interessanterweise zu erfahren war, das haben sie uns direkt am 2. Mai in Mondragon nicht erzählt. Die Größe, dass das also eine Riesengenossenschaft wurde inzwischen, hat Spannungen zwischen den traditionellen Werten und Idealen und der betriebswirtschaftlichen Wirklichkeit hervorgebracht. So gab es Vorwürfe, dass die Fabriken verlagert wurden und dort den Arbeitnehmern nicht die gleichen Rechte zugestanden würden. Das ist anscheinend vorgekommen. Dann, trotzdem waren Ende 2005 immerhin noch 81% der fast 80.000 Arbeitnehmer Vollmitglieder der Genossenschaften. Und Schaffung von Arbeitsplätzen hat immer noch Vorrang vor Kapitalinteressen. Es wurde bisher noch nie ein Stellenabbau durchgeführt. Sondern die haben die Krisen immer noch irgendwie anders überstanden. Unruhe erzeugt ebenfalls die gefühlte zunehmende Distanz zwischen Management und den normalen Arbeitnehmern. Zwar besteht immer noch die Regelung, dass das Führungspersonal nicht zu viel verdienen darf. Dennoch fühlen sich viele Arbeitnehmer nicht mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden und geben auch an, der gemeinsame genossenschaftliche Gedanke habe in der letzten Generation nachgelassen. Und einige Genossenschaften haben sich bereits abgespalten, da sie mehr betriebliche Demokratie in ihren Genossenschaften durchsetzen möchten. Also es ist so, dass tatsächlich aus dem Verbund kann jede Genossenschaft auch entscheiden, dass sie aussteigen und nicht mehr zum Mondragon-Verbund gehören. Dann sind sie immer noch eine Genossenschaft, aber halt nicht mehr in dem großen Verbund. Und also manche meinen anscheinend, das ist für sie von Vorteil. Ich kenne jetzt kein konkretes Beispiel, wo das passiert ist, aber hier steht, dass das schon passiert ist. Wie hoch? Bist du auch erkältet wie ich? Wie hoch ist denn der normale Arbeitslohn? Wie hoch der Lohn ist? Ja, ich glaube, des einfachen Arbeiters. Also ich kommt jetzt hier nicht vor, aber ich erinnere mich, dass der an der Echeverria
Klaus, was gesagt hat, dass der Mindestlohn bei Mondragon ist 15.000 Euro im Jahr. Also das wäre dann so 1.200 im Monat sowas. Das ist ungefähr der Mindestlohn dort. Und es ist mehr als in Spanien. In Spanien generell ist der Mindestlohn nur 10.000 Euro im Jahr, also ungefähr 850 Euro im Monat. Also bei Mondragon kriegt man immerhin so 1.200 Euro oder was im Monat. Das ist die unterste Untergrenze. Aber ja, und da kann man ausrechnen, dass dann die Oberspitzenmanager haben dann vielleicht 10.000 im Monat oder so, was auch noch nicht sehr viel ist im Vergleich zu dem, was man in Aktiengesellschaften hat. Die Wirtschaftskrise traf auch die, also 1970 gab es schon mal eine Wirtschaftskrise und da ist Mondragon auch betroffen gewesen. Und da haben sie sich geholfen, indem eben Mitarbeiter wechseln konnten in andere Kooperativen. Und sie haben versucht, noch breiter zu werden, also noch neue Geschäftsfelder aufzumachen. Und so haben sie eben als Folge eigentlich von der Krise, konnte der Verbund in den folgenden Jahren sich vergrößern, indem sie halt noch weitere Aktivitäten dazugenommen haben. Dann 2008 war auch wieder diese europäische Wirtschaftskrise mit der folgenden Konsumzurückhaltung, insbesondere in Spanien und Frankreich. Und da ist als Folge der Hausgerätehersteller Fagor im Oktober 2013 in Insolvenz gegangen. Die haben, was haben die hergestellt? Kühlschränke, sowas. Alle weiße Ware, Waschmaschinen, Kühlschränke, Spülmaschinen. Ah ja, sowas wie Bosch, Siemens Hausgeräte. Und das heißt, man hätte sie retten können, aber sie haben sie fallen lassen. Hätte wahrscheinlich... Ja, das kommt jetzt gleich im Nächsten. Die übrigen Mitglieder haben am Anfang der geholfen, dieser Genossenschaft Fagor, oder war es eine Genossenschaftsgruppe sogar, mit zwei- oder dreistelligen Millionenbereich, aber dann... Anscheinend hat es dann auch die Kraft der anderen Genossenschaften überschritten und dann haben sie anscheinend gesagt, wir können euch nicht mehr helfen, ihr müsst jetzt in Insolvenz gehen. Und ich habe gelesen, die haben auch Ableger in Deutschland gehabt, Fagor Deutschland, und die mussten dann auch zumachen, weil die eben aus Spanien keine Ware mehr bekommen haben zum Verkauf. Ja, und natürlich in Deutschland waren eben auch Mitarbeiter, aber die keine Genossen waren, und die werden dann entlassen, ganz normal wie in jeder kapitalistischen Firma, kann man sagen. Leider. So, Literatur, es gibt viel Literatur zu Mondragon, ich hebe nur eins hervor, das sogenannte Fundort Mondragon, das ist ein E-Book, was man im Internet als PDF-Datei sich runterladen kann, und das ist, hier ist der Link angegeben, und das ist von Hans Nerge. Hans Nerge war früher bei ATTAC bis vor 10 Jahren ungefähr und hat hier einen Arbeitskreis geleitet, der AK Gesellschaftliche Alternativen. Da war ich auch mal drin, und der Arbeitskreis hat sich eigentlich ausschließlich mit Mondragon befasst. Und das war auch ein bisschen ein Grund, warum der Arbeitskreis irgendwann mal aufgehört hat, weil es gab dann auch Stimmen, die haben gesagt, es gibt ja noch andere Alternativen, außer immer nur nach Mondragon zu schauen. Das wollte der Hans Nerge eigentlich nichts davon wissen. Der war ganz sehr konzentriert auf Mondragon und hat eben dieses E-Book produziert, was man im Internet heute noch finden kann. Dann gibt es Christian Felber, der die Gemeinwohlökonomie propagiert. Und der lobt auch Mondragon als ein Beispiel, wo jetzt einige Prinzipien der Gemeinwohlökonomie schon verwirklicht sind, aber nicht alle. Und dann gibt es einen Amerikaner, den ich oft lange Zeit sehr gut fand, weil der auch eine Alternative vorschlägt, Economic Democracy, was so ein bisschen ähnlich ist wie die Gemeinwohlökonomie, in seinem Buch After Capitalism. Und der lobt da. Da gibt es extra auch ein Kapitel über Mondragon in dem Buch. Und Richard Wolff, der ist auf YouTube, der hält jeden Woche einen Vortrag über Economic Update, wo er immer über die neuesten Missstände in den USA vor allem berichtet. Und der hat auch schon mal eine Sendung über Mondragon gemacht. Kann man im
YouTube finden. Ich komme jetzt hier gleich unter ISW-Report hier in München. Da ist der Helmut zum Beispiel beteiligt, Institut für sozial-ökologische Forschung. Die geben immer regelmäßig Berichte raus. Da gibt es ein Heft über Wirtschaftsdemokratie und Veränderungen. Und da wird auch Mondragon als positives Beispiel erwähnt, aber auch die Probleme dazu, die Probleme von Genossenschaften generell. Also das war eine LoRa-Sendung. Wir haben ja eine monatliche Attack-Sendung auf LoRa und das war 2012 sowas. Oder 13, ja. Und da ist jetzt der Christian Filmer zu hören. Österreicher, das wäre probiert worden wäre. Ich kenne ein Top-Down-Modell und ein Bottom-Up-Modell, die relativ unbekannt sind. Das eine wäre ein Experiment in Paraguay und das andere Modell ist ein Vorbildmodell, nämlich das ist ein extrem großer Genossenschaftskomplex im Baskenland, der seit 1946, seit dem gleichen Jahr, dem die Bayerische Verfassung verabschiedet wurde, langsam gewachsen ist, von null auf heute knapp 100.000 Beschäftigte. Und das wäre aus meiner Sicht ein Modell innerhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft Spaniens, das in sehr vielen Aspekten, nicht in allen, aber in sehr vielen Aspekten vorbildlich ist, bis hin zur Solidarität zwischen den Unternehmen. Das sind ungefähr 150 Unternehmen, die da verbunden sind. Und wenn eines in Schwierigkeiten ist, dann wird es von den anderen nicht in den Abgrund getreten, sondern dann erhält es von den anderen sogar finanzielle Überbrückungshilfe, damit es über die Runden kommt. Mondragon im Baskenland. Vielen Dank an Christian Felber für diese Überleitung zum Thema Mondragon. Also, das habe ich damals moderiert, 2013, diese Radiosendung. Gut, jetzt müssen wir wieder zurück zu dem hier. Naja, das ist dann der David Schweikart aus Chicago, aber nicht aus der Chicago-Uni, wo die Chicago-Boys herkommen, mit dem Friedman, sondern eine Loyola University. Das ist auch so eine, die wird von der Kirche gefördert, weil es nach dem Ignatius von Loyola benannt ist. Und der hat dort tatsächlich über Marx Vorlesungen halten dürfen und hat dann auch selber ein Buch herausgebracht, After Capitalism, wo er überlegt, ob denn wirklich Planwirtschaft die Konsequenz ist aus den marxischen Erkenntnissen oder ob nicht eher eine Wirtschaftsdemokratie und die genossenschaftliche, so eine Art Gemeinwohlökonomie die logischere Konsequenz ist. Und da in dem Buch bringt er dann das Beispiel Mondragon auch. Und er findet vor allem toll, dass... Also erstens, dass Mondragon es geschafft hat, immerhin jetzt seit 60 Jahren zu überleben, trotz des kapitalistischen Umfelds und des Wettbewerbs, dem sie unterliegen. Und zweitens, dass sie auch so viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Also von den Anfängen 1980 waren es noch so 20.000 Mitarbeiter und 2005 waren es 78.000. Also anscheinend sind sie nicht mehr ganz so weitergewachsen, weil jetzt sind es 74.000, wurde uns gesagt. Aber wir haben ja gehört, dass sie fast praktisch noch nie Leute entlassen haben. Sogar anscheinend diese Fargor-Geschichte, weiß ich nicht, wie die ausgegangen ist. Ob die Genossen, die bei Fargor gearbeitet haben, dann übernommen werden konnten von den anderen. Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Gut. Also man kann sich fragen, ob diese Genossenschaften nicht tatsächlich einen Weg zur Vollbeschäftigung gefunden haben, nachdem ja angeblich immer gesucht wird. Und dazu spiele ich auch was von Minute 54 an. Da kann man dann den David Schweikart persönlich hören. Der war nämlich dann mal hier 2011 auf Einladung, weil er hatte Europa-Tournee gemacht. Dann haben wir gesagt, er soll auch nach München kommen. Dann hat er hier ein Sonderpalaver gehalten und anschließend haben wir ihn noch interviewt und auch auf Radio LoRa gebracht. 54 haben wir gesagt, 54:20.
Starten wir mal hier, wenn es geht. Economic Democracy des Amerikaners David Schweikart. David war 2011 auf Einladung von Attac in München und wir haben damals ein Interview mit ihm aufgezeichnet, das auf Radio Nora gesendet wurde. Hören wir daraus einen kurzen Auszug. Anschließend lese ich die Passage aus Schweikarts Buch After Capitalism, wo er sich auf Mondragon bezieht. But my sense is that the kind of economy we have, capitalist economy, is in major crisis and is not going to be able to resolve that crisis. The question is there any alternative to capitalism? I have become deeply convinced that if we extend democracy into the economy in two directions, we can have a much better economy. If we democratize work and if we democratize capital. David ist überzeugt, dass wir einen großen Fortschritt haben, wenn wir die Wirtschaft in zwei Richtungen demokratisieren. Einerseits in den Firmen, dass an den Arbeitsplätzen Demokratie einzieht, und zweitens die Kapital. Die Investitionssphäre muss demokratisiert werden. In David Schweikarts Buch After Capitalism gibt es das Kapitel 3.3 mit der Überschrift Das Mondragon-Experiment. Ich lese ein paar Zeilen daraus in meiner Übersetzung. So viel. Also O-Ton, das war O-Ton David Schweikart aus den USA. Und in dem Buch After Capitalism gibt es eben ein Kapitel über Mondragon, wo er Folgendes schreibt, das habe ich übersetzt dann. Das Buch habe ich übrigens hier und ich habe da einen Teil davon, habe ich selber übersetzt und so. Aber das ist nicht öffentlich, die Übersetzung ist nicht öffentlich verfügbar. Also das Buch gibt es nach wie vor. Da hat er 2002 zum ersten Mal rausgebracht und 2011 ein Update von dem After Capitalism. Und also das hier ist ein Ausschnitt aus Kapitel 3.3. Es gibt noch kein historisches Beispiel für eine Economic Democracy, was das eigentlich Wirtschaftsdemokratie heißt. Es gibt ein kleines reales Experiment, das der Economic Democracy recht ähnlich sieht, die Genossenschaftskooperative Mondragon. Sie beweist erstens, dass Firmen sogar im Hochtechnologiebereich ohne Effizienzverluste demokratisch geführt werden können. Sogar Unternehmen in der Größe einer internationalen Aktiengesellschaft können demokratisch organisiert werden. Zweitens zeigt Mondragon, dass eine produktive und dynamische Wirtschaft ohne die Existenz von Kapitalisten auskommt. Kapitalisten sind in Mondragon weder als Manager, noch als technische Spitzenkräfte, noch als Geldgeber beteiligt. Dabei sind es diese drei Bereiche, nämlich das Management, die unternehmerische Initiative und die Kapitalversorgung, wo sich üblicherweise die Kapitalistenklasse betätigt. Also man merkte, die hat so marxistische Sprechweise. Die Geschichte von Mondragon zeigt deutlich, dass Kapitalisten nicht mehr benötigt werden. Das ist genau auch die Hauptthese seines Buches After Capitalism. Also dass die ganze Kapitalistenklasse eigentlich nicht nötig ist für eine funktionierende Marktwirtschaft. Also man kann eine Marktwirtschaft machen praktisch ohne, dass da eine eigenständige Kapitaleigentümerklasse existiert, ist so eine These von ihm. Dann hier Richard Wolff, was ich schon gesagt habe, kann man auf YouTube sehen, der macht regelmäßig Vorlesungen Economic Update und der lobt Mondragon in mehreren Folgen, das kann man auf YouTube finden, da habe ich jetzt hier kein Beispiel. Dann, was ich schon gesagt habe, auch das ISW lobt Mondragon im ISW-Report Nummer 79 von Januar 2010 als guten Ansatz. Das ist hier das Titelblatt von dem Heft. Kann man ein bisschen schwer erkennen, also schwarz auf rotem Hintergrund. Ein paar Fragezeichen zu der Genossenschaftsidee. Der ISW-Report Nummer 79 listet gleichzeitig auch einige Beschränkungen auf und meint, Genossenschaften alleine könnten die Wirtschaft nicht verändern. Es müssen makroökonomische Veränderungen dazukommen, also zum Beispiel das Bankwesen, das
Also solange die Banken halt den Genossenschaften keine Kredite geben oder zu wenig und es sie lieber an Firmen geben, wo es halt noch einen Eigentümer getrennt von den Mitarbeitern gibt, dann haben die Genossenschaften halt ein schweres Leben. Deswegen will ja auch der Christian Felber eine neue Bank machen, demokratische Bank, die dann gezielt Genossenschaften und andere Firmen, die die Gemeinwohlprinzipien erfüllen, fördert. Und deshalb ist es mir eigentlich auch selber schon gekommen, also Genossenschaft, also Probleme von Genossenschaften, wenn sich sonst nichts verändert in der Wirtschaft, sind, dass sie nach wie vor im Wettbewerb mit anderen Firmen sind, und zwar nicht nur mit anderen Genossenschaften, sondern auch an kapitalistischen Firmen. Sie müssen womöglich Kredite bei traditionellen Banken und Kreditgebern aufnehmen. Diese Abhängigkeiten können nur durch makroökonomische Reformen überwunden werden, zum Beispiel ein demokratisches Bankwesen. Mondragon hat es ja auch erkannt, und deswegen haben sie ja immerhin eine eigene Genossenschaftsbank gegründet, wo dann die Genossen sich gegenseitig helfen, die Genossenschaften. Aber wenn sie ja jetzt Geld von außen brauchen, dann stoßen sie dann doch wieder an Beschränkungen. So, Zusammenfassung. Unsere gegenwärtige Wirtschaft leidet unter undemokratischen Strukturen und Eigentumsverhältnissen. Das wirkt sich auch auf die Politik aus, weil ein Großteil der Politik bei uns dreht sich derzeit darum, wie man die Wünsche der Märkte und der Kapitalanleger am besten erfüllt, wobei dann die Bedürfnisse der weniger wohlhabenden Bevölkerung missachtet werden. Um zu mehr Demokratie zu kommen, ist Demokratie am Arbeitsplatz, wie sie die Genossenschaften und mitarbeitergeführten Unternehmen verwirklichen, ein wichtiger Schritt. Und das deswegen heißt ja auch die von Richard Wolff, die Homepage heißt Democracy at Work. Also er meint auch, dass das die wesentliche Veränderung wäre, dass man am Arbeitsplatz Demokratie einführt, dass das der wesentliche Schritt ist zu einer anderen Wirtschaft. Aber nicht nur die Arbeit, sondern auch das Kapital zu demokratisieren, was ja der David Schweikart zum Beispiel gesagt hat, we need to democratize work and democratize capital, brauchen wir über die Genossenschaften hinaus vermutlich auch Demokratie im Kreditwesen, also im Bankwesen, veränderte Gesetze zum Eigentum vielleicht, Größenbeschränkungen, dass nicht ein Mensch nämlich eine ganze Firma besitzen kann. Ich hab jetzt gerade gelesen, dass bei BMW kriegen irgendwie die Spitzenmanager kriegen manchmal einen Bonus von 8 Millionen Euro und das steht dann groß in der Zeitung und alle regen sich auf. Gleichzeitig kriegt die Familie Quandt auf Basis ihres Aktienpakets jedes Jahr 1 Milliarde Dividende ausgeschüttet und darüber steht nichts. Es wird kaum geredet. Also die haben einfach zu viel, also das ist einfach zu verklumpt, kann man sagen. Größenbeschränkungen beim Eigentum wäre eine Idee. Oder Gesetze für mehr Solidarität zwischen den Firmen, national wie auch international, wenn man das hinkriegt, dass irgendwie notleidende Firmen unterstützt werden von anderen, denen es besser geht, so wie es halt innerhalb des Mondragon-Verbunds der Fall ist. Und oder Maßnahmen zur Rückführung der Ungleichheit der Vermögens- und Einkommensverteilungen, zum Beispiel stärkere Einkommensteuerprogression oder Vermögens- und Kapitalsteuern. Aber das ist ein weites Feld natürlich. So, Richtschnur sollte sein, dass wir die sogenannte volle Ergebnisrückkopplung erzielen zu den arbeitenden Menschen, sodass Produktivitätssteigerungen in der Wirtschaft endlich der breiten Bevölkerung zugutekommen, was die Voraussetzung ist, meines Erachtens, für eine nachhaltige Wirtschaft ohne Krisen und Existenzangst und dafür mit reduzierter Arbeit und hohem Lebensstandard. So, also davon müssen wir wegkommen eigentlich, von diesem Modell, dass immer alles, was über den Lebensunterhalt hinaus produziert werden kann, dann nicht den Arbeitenden zugutekommt, sondern an die Kapitalseite geht, die das dann entweder in Luxus verwenden oder gleich wieder reinvestieren, sondern das soll im Prinzip zunächst mal in die Hände der Arbeitenden gehen, und sodass die frei entscheiden können, reduzieren wir jetzt zum Beispiel unsere Arbeitsmenge oder arbeiten wir nach wie vor so viel wie früher und tun die Überschüsse in Technologiefortschritt stecken und so weiter. Also das ist das Ziel und dahin sollten wir eigentlich kommen, und ich denke, Genossenschaften sind ein Schritt in die Richtung.
Mondragon vor allem. So, das heißt, vielen Dank auf Baskisch. Eskerik Asko. Kennt jemand hier Baskisch? Ja? Ich habe da irgendwas gehört. Eskerik Asko, Baskisch, vielen Dank. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.